Wer mehr über dieses Produkt erfahren will, der bleibt dran. Nach dem Intro gibt es mehr Informationen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal hier auf dem Kanal was anderes. Und zwar aus einem anderen Laden, wo ich eigentlich sehr, sehr selten was kaufe. Und zwar war ich mal bei Lidl und da habe ich diese Currywurst gefunden. Eins meiner Leibgerichte. Ihr wisst ja, Currywurst und Pommes. Ja, diese Currywurst gehört zu dieser Serie mit den Hamburgern, die ich da schon mal getestet habe, weil ist von der gleichen Firma. Die Aufmachung soll ein wenig an das goldene M erinnern. Also man soll das Gefühl haben, man kauft von dieser Firma das Produkt. Ja, was habe ich dafür bezahlt? Ich habe dafür bei Lidl 1,29 € bezahlt und wir haben hier die Zutatenliste. Ich hoffe ja mal, ihr könnt sie erkennen. Und hier haben wir die Nährwerttabelle. So, das ganze Ding hat 220 Gramm. Davon Currypulver 1,2 Gramm. So, und 100 Gramm haben 196 Kilokalorien. Ja, dann haben wir also 220, so roundabout 400, etwas über 400 Kilokalorien. Ja, was also dann schon, ich sage mal, ein ja, gutes Mittagessen ausmacht. Ein sehr gutes Mittagessen. Also abends so als nebenbei, so für den kleinen Hunger ist das eher nix. Das ist eher schon was für eine vollständige Mahlzeit. Ja, Zubereitung wird entweder Mikrowelle gemacht. Bei 750 Grad, 750 Grad, bei 750 Watt circa 7 Minuten erhitzen oder im Wasserbad geschlossene Packung heiß mit kochendem Wasser circa 10 bis 12 Minuten ziehen lassen. Folie abziehen, mit dem Piekser durchrühren und Currypulver aufstreuen. Guten Appetit. Ja. Das Ganze ist natürlich auch noch laktosefrei und auch glutenfrei. Dann bin ich mal gespannt, wie es wohl schmeckt. Bleibt dran, dann werdet ihr es erfahren. Bis gleich. So, nach 12 Minuten jetzt im heißen Wasserbad habe ich es eben gerade rausgeholt. Jetzt werde ich hier ein bisschen ja, Currywurst drüber, Currywurst, Currypulver drüber machen. Also es riecht schon extrem nach Currywurst. Wenn es genauso, ich sage mal, genauso schmeckt, wie es riecht, also dann bin ich schon, ja, dann bin ich schon sehr zufrieden und ich hoffe mal, das Curry wird nicht scharf sein. War ja bei dem anderen auch nicht, wo ich das schon mal getestet habe. So, jetzt nehmen wir natürlich auch traditionell diesen Holzspieß hier. Ja, und jetzt wollen wir mal probieren, wie es denn auch schmeckt.
Schale ist noch ein bisschen heiß. Also 12 Minuten im kochenden Wasser. Ja, wie ich es mir gedacht habe, das Curry hat zwar eine gewisse Schärfe, ist aber auch nicht zu scharf. Die Wurst schmeckt eindeutig nach Bratwurst, kann man nicht anders sagen. Sie hat aber, ja, wie soll ich das sagen, in Anführungsstrichen hat sie so ein Gefühl, so ein Kaugefühl, als wenn das so eine Schaumwurst ist. Also, es ist, ja, eine ganz normale Bratwurst, sage ich mal, die, ja, schaumartige Konsistenz hat. Das Ketchup oder der Ketchup ist ein eher fruchtig süßer Ketchup und deswegen passt auch das Curry dazu. Das ist so eine schöne Kombination. Ja, zu der Bewertung. Da ich ja nun, ich sage mal, gerne Currywurst esse und auch schon so die ein oder andere Currywurst gegessen habe, weiß ich, dass die hier ganz gut schmeckt. Also, die hat was. Die bekommt von mir 5 Sterne. Kann ich also auf jeden Fall weiterempfehlen. Ansonsten wüsste ich jetzt hier weiter nichts zu sagen zu dieser Wurst. Das war's dann erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt das gerne teilen. Ja, und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.